Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen frischen, natürlichen Alltagslook euch selbst schminken könnt mit den Produkten, die ihr jetzt schon zu Hause habt. Ihr müsst nicht losgehen und was Neues kaufen. Fangen wir an mit dem Video. Um etwas Zeit zu sparen, habe ich mir schon hier unter den Augen einen Corrector aufgegeben und ein kleines bisschen auch auf den Lidern. Und jetzt nehme ich hier mal den Lifter Plump von Maybelline. Hier bei diesem Make-up-Look geht es tatsächlich nicht darum, welche Produkte ihr benutzt. Nehmt das, was ihr zu Hause habt, was für euch gut funktioniert. Sucht euch schöne, frische Farben aus. Denn, wie gesagt, es geht hier um einen natürlichen und frischen Alltagslook. Und das sollten dann wirklich die Produkte sein, die für euch gut funktionieren. Ich habe hier jetzt so ein kleines Layout von den Produkten, die ich wirklich tagtäglich benutze. Ein paar sind auch neu dazugekommen, wie dieser Lifter Plump von Maybelline. Vielleicht habt ihr ja mein Video vom letzten Mal gesehen. Meine Augenbrauen habe ich auch schon vorbereitet, und zwar mit diesen zwei Produkten. Einmal hier von Catrice den Soapstick habe ich benutzt und von Benefit den Brow Pencil. Für einen natürlichen, frischen Tageslook empfehle ich euch auf jeden Fall, eure Hautpflege schon vorher aufgetragen zu haben, so dass die Produkte alle gut eingewirkt sind. Ich nehme hier von Estee Lauder die Futurist Hydra Rescue Foundation, eine meiner Lieblingsfoundations für den Alltag. Man kann sie sehr natürlich auftragen oder auch stark abdeckend. Und die Haut sieht immer so schön glowy aus. Und ich arbeite das mit einem Pinsel jetzt mal schnell ein in die Haut. Ja, diese Foundation ist ja wirklich sehr glowy auf der Haut. Ihr könnt das vielleicht schon direkt hier erkennen. Und ihr seht auch schon, ich habe so eine leichte bis mittelstarke Abdeckung. Aber seht ihr, was für eine tolle Foundation das ist? Nur so eine dünne Schicht auf dieser Hälfte vom Gesicht und es sieht schon wieder ganz anders aus, ne? Jetzt trage ich mir Concealer auf und ich habe hier zwei von Too Faced, und zwar sind das die Born This Way Ethereal Light Concealer. Ich habe die Farben Honey Bun und Café au Lait. Und Café au Lait ist so ein bisschen heller, das nehme ich immer so zum Highlighten. Und Honey Bun ist genau meine Foundation Farbe und das trage ich mir wirklich großzügig hier auf. Und mit Honey Bun kann ich auch so ein paar Makel kaschieren und trage mir das überall da auf, wo ich so ein bisschen mehr Abdeckung mir wünsche. Ja, und das arbeite ich erstmal ein mit einem Pinsel. Ihr könnt natürlich auch eure Finger oder einen Schwamm nehmen. Und jetzt nehme ich Café au Lait, um so ein bisschen zu highlighten, aber auch wirklich nur hier unten. Und hier. Und hier. Das auch ganz schnell wieder einarbeiten. Ich nehme jetzt wieder meinen Foundation-Pinsel, da ist gar kein Produkt mehr drin. Aber ich presse nochmal alles so ein. Und dabei können sich Concealer und Foundation nochmal so richtig miteinander verbinden. Und die Foundation wird auch nochmal so richtig in die Haut eingeklopft. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Natürlich muss ich alles abpudern und dafür nehme ich natürlich meine Givenchy Prisme Libre Puder. Und das konzentriere ich auch so in die Mitte vom Gesicht, um mir da so ein bisschen Brightening-Effekt zu schaffen, um alles so ein bisschen aufzuhellen und zu setten natürlich. Und das gebe ich mir auch auf die Augenlider. Und da müsst ihr natürlich gucken, Concealer und Corrector, die setzen sich natürlich so gerne mal in den Lidfalten ab. Und das könnt ihr auch nochmal einmal mit dem Finger schön einklopfen und dann euer Puder schön drauf aufpressen. Ich nehme noch ein bisschen mehr von dem Puder und presse das hier so auf mein Kinn ein. Einmal so um die Nase herum. Kommen wir zum Blush, und dafür nehme ich hier von Charlotte Tilbury das Pillow Talk Matte Beauty Wand, Blush Wand. Und zwar ist das hier die Farbe Peach Pop. Ich liebe diese Blushes, aber die sind schon so ein bisschen messy. Ich klopfe mir immer etwas mit den Fingern auf. Ja, ihr seht, ich habe wirklich nur ganz, ganz wenig genommen. Und den Rest arbeite ich dann mit meinem Pinsel ein. Und damit ich ein natürlicheres und frischeres Finish erziele, gebe ich mir den Blush auf jeden Fall so ein bisschen höher auf. Ich möchte, dass sich die Blushfarbe auch auf meinen Lidern wiederholt und arbeite den Rest einfach mal drauf ein. Es soll wirklich nur so ein Hauch zu sehen sein, nicht zu viel. Ich werde mir mein Gesicht jetzt nochmal abpudern und nehme von L'Oreal das Puder. Das ist das Perfect Match Puder. Ich möchte das schon mal so ein bisschen fixieren und nehme dafür meinen Fixierspray.
nehme ich von NYX die Ultimate Warm Neutrals Palette. Und hier sind wirklich ganz tolle Alltagsfarben drin. Ich fange erstmal hier mit dem Ton an. Den benutze ich wie so ein Primer und gebe mir das wirklich hier auf das mobile Lid auf. Ja, um den Blick so ein bisschen zu öffnen, möchte ich, dass hier vorne alles so ein bisschen aufgehellt ist. Und presse die Farbe da einfach auf. Danach gehe ich hier in das Braun rein. Ich mag solche Farben sehr gerne. Und das gebe ich mir hier außen auf. Presse das da erstmal so auf. Und mit so einem sauberen Pinsel gehe ich nochmal über die Ränder und mache das so ein bisschen softer. Das ist eine schöne Farbe, ideal für so einen frischen Alltagslook. Jetzt nehme ich einen Kajalstift. Ich habe hier einen braunen, der ist von Smashbox. Ich nehme immer diese Palette, weil ich denke, da ist ein Spiegel drin. Das gebe ich mir hier am Wimpernkranz entlang auf. Und ihr seht, es ist super unordentlich. Dieser Stift ist sehr, sehr cremig, denn ich möchte auf jeden Fall, dass das nur so ein bisschen dichter wirkt und definierter. Und deswegen nehme ich jetzt meinen Pinsel und rauche diesen Liner so aus. Und bei dem Stift müsst ihr das wirklich sehr schnell machen, weil der sehr, sehr schnell trocknet. So, seht ihr, das sieht schon so ein bisschen ausgeraucht aus. Viel schmeichelhafter, finde ich, wenn man so Ü40 Augen hat. Meine sehen ja schon viel älter aus als nur Ü40. Aber diese Augen haben auch schon viel Shit gesehen, deswegen ist das völlig in Ordnung. Und seht ihr, wie ich mit dem Pinsel nach innen arbeite, nicht nach außen. Ich möchte nämlich den Stift nicht nach außen ausarbeiten. Ich will ja keinen Eyeliner mehr auftragen. Ich möchte tatsächlich nur mein Auge definieren und es schön umranden. Wer es super präzise mag, kann jetzt natürlich hier außen nochmal mit dem Concealer alles so ein bisschen säubern. Die Kanten so ein bisschen schärfen. Ich mache das jetzt auch mal. Ich nehme kein weiteres Produkt mehr auf. Mit dem Rest, was drin übrig geblieben ist, gebe ich mir etwas hier unten außen auf. Unten außen auf, war das Deutsch? Okay, also hier im äußeren Drittel, ja. Das konzentriere ich wirklich hier zwischen die Wimpern auf. Etwas von dem Gel-Liner trage ich mir auch in die Wasserlinie auf. Ich werde mir jetzt die Wimpern tuschen, aber vorher, ihr wisst schon Bescheid. Das ist die Catrice Glam & Doll Volume Mascara. Das ist eine meiner Lieblingsmascaras, aber ist echt ein Pain in the Ass, wenn es darum geht, das abends wieder runterzubekommen. Oh, ich wollte braune Mascara benutzen. Braun sieht viel softer und natürlicher aus, gerade für so einen Alltags-Make-up-Look. Jetzt habe ich mich einfach vertan, ich habe mich vergriffen. Aber ist wie es ist, ich habe jetzt schwarze Mascara drauf, ist okay. Kommen wir jetzt zu dem letzten Part und das sind die Lippen. Ich nehme hier natürlich meinen Lieblings-Lip-Liner und zwar ist das Nude Truffle von NYX. Dann habe ich hier zwei Lippenstiftoptionen, beide für den Alltag. Und zwar habe ich hier einmal diese Vinyl-Lippenstifte in Peachy. Und was ich absolut liebe und mein richtiger Favorite ist, der immer in meiner Handtasche ist, ist Lifter Gloss und zwar die Farbe 007 Amber. Ich denke, ich werde auch die tragen. Also ich könnte jetzt beide tragen, erst den Vinyl-Lippenstift und dann das als Topper. Aber meistens trage ich wirklich nur diesen Lippenstift, weil er auch so einen pfirsichfarbenen Unterton hat. Ideal wirklich für ein natürliches und frisches Make-up. Ich gebe mir noch ein kleines bisschen Bronzer auf. Irgendwas hat mir da jetzt gefehlt. So zur Definition. Das tupfe ich mir hier auf. Ich liebe die Mario Bronzer. Der ist so gut, so, so, so gut. Habe ich auch letztens bei einem Fotoshooting benutzt und das Ergebnis war so toll. Also es ist so gut zu fotografieren mit Blitzlichtern. Kann ich jedem Make-up-Artist da draußen nur empfehlen. Holt ihr euch in allen Farben für euer Kit. Perfekt. Am Ende gebe ich mir nochmal ein Setting-Spray auf. Und zwar das von Charlotte Tilbury. Das wäre dann mein natürlicher und frischer Alltagslook. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es das hat, dann könnt ihr dem Video einen Daumen hoch geben und diesen Kanal auch abonnieren. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Also bleibt gesund und bis bald. Thank you.